Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf Philips Gaming. So, heute ein bisschen was erklären, was so aktuelles hier auf Philips. So ist die Mitte. So ist bitte schon in der Mitte vom Bild. Was so aktuelles gibt. Ich werde jetzt ab und zu unten ein bisschen was einblenden oder oben. Das kommt drauf an. Unten. Ich denke eher unten. Zu allem, was ich sage. Und zwar haben wir unsere Social Media Kanäle ein bisschen überarbeitet. Der Internetauftritt auf Facebook gibt es natürlich immer noch. Der wird jetzt, ich hoffe, dass ich den mal ein bisschen häufiger benutze, hat leider bloß 10 Likes. Wir sind hier 600 Leute schon auf diesem Kanal. Wo seid ihr alle? Kommt zu Facebook mit. Dann haben wir jetzt eine ganz neue. Viele YouTuber benutzen das. Snapchat habe ich mir jetzt mal runtergeladen. Da könnt ihr ab, siehst du mal hier eingeblendet, wie mein Name ist. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, dann müsstet ihr mir vielleicht mal erklären, wie es geht. Und dann könnten wir Snapchatten oder wie auch immer man das nennt. Ich habe es mal einfach mal runtergeladen. Vielleicht möchte ja jemand mit mir kommunizieren, keine Ahnung. Dann gibt es jetzt auch von uns einen offiziellen Teamspeak-Channel. Der Link dazu setzt ihr unten mit eingeblendet. Da gibt es nur eine Besonderheit. Und zwar teilen wir uns diesen Teamspeak-Channel mit einem anderen YouTube-Kanal. Und zwar mit dem Kanal Rustex LP. Die sind merkwürdigerweise gleich bei mir um die Ecke. Machen das schon seit 3 Jahren. Und wir kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt vor kurzem erst kennengelernt. Und sind richtig gute Freunde jetzt geworden, sagen wir es mal so, Zockerkumpels sozusagen. Mit denen werden ab und zu jetzt auch ein paar Videos kommen, könnt ihr mal bei denen vorbeischauen. Die machen aktuell bloß Train Simulator kommt dort, also so nichts anderes als bei mir. Und wir werden ab und zu in Counter-Strike wird es mit denen kommen, dann werden wir vielleicht auch mal Worms mit denen spielen. Dann auch mal so Kanal-Battle sozusagen, Philips gegen Rustex. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich auf diesen Teamspeak eingehen. Und zwar haben wir einen Teamspeak-Channel zusammen erstellt. Ich blende euch mal ein, wie der aussieht jetzt. Und auf dem bin ich meistens abends eigentlich auch mit drauf. Und wenn ihr da mal Lust habt, könnt ihr da mal drauf gehen. Dann könnt ihr mal mit mir quatschen, mir Tipps geben zu Train Fever, sonst sowas. Also das ist jetzt eure Entscheidung. Könnt ihr gerne mal drauf kommen. Wenn ich drauf bin, ich bin dann entweder als Philips Zocker oder Philips Gamer oder Gaming. Kommt drauf an, mit welchen Rechner euch gerade online bin. Also würde ich mich mal sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal unterhalten könnten. Wenn die anderen gerade da sind, das wären dann Pete, Carsten, Eisrirot und noch einer. Noch irgendeiner. Die werden, das ist, ihr redet einfach mit denen und sagt, wo ihr hin wollt und dann werden sie euch vertrösten, wenn einer von denen da ist. Ihr könnt auch den Channel mit benutzen, das ist, wie gesagt, das ist ein öffentlicher Channel für euch, Schätze, extra für euch gemacht. Ihr könnt es natürlich auch gerne Geld spenden annehmen, damit wir den vergrößern können, verlängern können. Aber alles dazu erfordert ihr dann auf diesen Teamspeak-Channel. So, jetzt noch was zu unserem Programm aktuell. Der 16 Uhr Sendeplatz wird ab sofort für alle Singleplayer-Projekte mit mir. Also dort wird zum Beispiel Mini-Metro kommen, dort könnte Euro-Truck-Simulator kommen. Was spiele ich noch alleine? Verkehrswagen-Simulation mache ich auf jeden Fall jetzt irgendwann mal weiter. Da hat irgendwie jetzt, ich hatte irgendwie doch keine Lust gehabt, aber das kommt auf jeden Fall mal wieder. Dann um 17 Uhr bleibt Train Fever in Staffel 2 aktuell noch. Sagen wir mal 2 Wochen vielleicht noch, bis wir dann dort immer komplett durch sind über die Map und dann fangen wir mit Staffel 3 an. Aber das habe ich ja in Train Fever schon öfters erwähnt. Und um 18 Uhr ist jetzt ab sofort der offizielle Battle Multiplayer Platz. Also da werden Projekte wie Worms, War Thunder, Counter-Strike, was haben wir noch? Wer ist was eigentlich? Also solche Projekte würden dann um 18 Uhr kommen. Das ist nur mal so für euch zur Information, um welche Uhrzeiten es kommt. Ich werde jetzt auch mal unser Titelbild aktualisieren. Eigentlich soll das heute mit aktuell sein. Aber so wie ich mich kenne, werde ich es nicht schaffen. Also, das sind die aktuellen Neuigkeiten hier auf Philips. Ich wollte euch nur mal halt ein bisschen informieren, damit ihr mal Bescheid wisst. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Kommt in so Teamspeak, Snapchat, wie gesagt, Facebook, Twitter haben wir auch noch. Da könnt ihr auch gerne an @philipsfilm, müsste das sein, @philipsfilm twittern. Und sonst sollte das jetzt eigentlich alles gewesen sein. Wenn ich noch was vergessen habe, werde ich das oft noch reinsprechen. Ich denke nicht. Also, wir sehen uns dann zu unseren allen Projekten 17, 18, vielleicht mal 16 Uhr hier auf Philips Gaming. Bis zum nächsten Mal. So, da haben wir doch noch einen kleinen Nachtrag.
Ich bin ja zurzeit wieder auf Dienstreise in Polen. Dazu gibt es übrigens nächsten Dienstag auf Philips Ultimate noch ein Video. Und zwar möchte ich von euch noch ein was wissen. Es kann sein, dass ich jetzt mal irgendwann längere Zeit ins Ausland muss. Jetzt sieht man hoffentlich. Jetzt ist die Frage, was wäre euch lieber, wenn ich dann für die längere Zeit, was jetzt vielleicht mal 6 Wochen begreifen würde, vorproduziere, dass dann jeden Tag die gleiche Videodosis kommt? Oder würdet ihr auch okay sagen, wenn ich verschiedene Projekte dann mache? Also nicht mehr täglich Train Fever sozusagen, also darauf will ich hinaus, sondern halt die Projekte, die um 18 Uhr laufen, wie Warfunder, Worms, Counter-Strike, dass die dann auf 17 Uhr mit rutschen und dann sozusagen nur ein Video am Tag und abwechseln. Also einmal Train Fever, einmal Multiplayer-Spiel. Das wäre jetzt die Frage, ob das in Ordnung ist. Würde natürlich nur in Kraft treten, wenn ich längere Zeit weg muss, wie, also um auf die Sache zu kommen, es kann sein, dass ich 6 Wochen nach China muss. So, und deswegen ist jetzt die Frage an euch, wie soll ich das am besten handhaben? Ihr entscheidet, der Kunde hat die, wie heißt das, Kunde ist König, ne? Und das seid in dem Sinne ihr. Also sagt euch selber nochmal Tschüss. Moment, gucke ich mir selber an. Tschüss.